Die medizinischen Erkenntnisse von heute, die scheinbar unfehlbar sakrosankt und para ordine mufti von der medizinischen Gesellschaft vertreten werden, sind in weiten Teilen die Fehler von morgen, so auch in der Sportmedizin. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute zum Thema Bluthochdruck beim Kraftsportler meine Erkenntnisse der letzten 30 Jahre mitteilen. Und zwar, es ist so, dass vieles zu diesem Thema schon gesagt wurde auf diversen Kanälen. Vieles davon ist leider zu oberflächlich, zu unsubstanziert und in weiten Teilen unprofessionell. Deswegen heute noch mal ein Video, wo es primär um die funktionelle Biochemie beim Kraftsportler gehen soll und die eben in weiten Teilen zu Bluthochdruck oder auch Herzerkrankungen beim Kraftsportler führen können. Es sind nicht immer, um es gleich vorwegzunehmen, die bösen Steroide. Das ist natürlich eine Schlussfolgerung, zu der muss man zwangsläufig gelangen, wenn man die biochemischen Grundlagen nicht versteht. Das soll nicht heißen, dass anabole androgene Steroide keine Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben, aber es ist eben nicht so einfach, dass man sagen kann, man nimmt jetzt Testosteron oder anabole androgene Steroide entweder zur Leistungssteigerung oder zur Hormone-Replacement-Therapie und leidet dann zwingend an hohem Blutdruck oder an einer Herzmuskelhypertrophie, wobei eine Herzmuskelhypertrophie schon allein beim Kraftsportler immer feststellbar ist. Das sehe ich in jedem Ultraschall, das ich anfertige, bei nahezu jedem Kraftsportler. Da kommt es natürlich auch auf das Gewicht des Sportlers an, auf die Dauer des durchgeführten Kraftsports und natürlich auch, welche Supplemente und welche Hormone Verwendung gefunden haben in den letzten Jahren. Ad rem, steigen wir ein. Zunächst einmal muss man verstehen, wenn wir uns über Bluthochdruck unterhalten, dann müssen wir verstehen, dass hier zunächst einmal die freien Radikale eine Rolle spielen. Die freien Radikale, wie entstehen die? In unseren Mitochondrien. Damit wir uns bewegen können, damit unsere Muskeln funktionieren, damit unser Nervensystem, aber auch unser Herz funktioniert, brauchen wir was? ATP. Wo entsteht dieses Zaubermolekül Adenosintriphosphat? In unseren Mitochondrien. Aber wie so oft im Leben oder wie fast immer im Leben bekommen wir nichts geschenkt. ATP entsteht zwar in unseren Mitochondrien, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Das bedeutet, es entsteht zunächst einmal Superoxid. Superoxid entsteht in den Mitochondrien und muss entgiftet werden durch ein Enzym, das nennt sich Superoxid-Dismutase, also 2O2- plus 2 Protonen werden durch die Superoxid-Dismutase zu O2 und H2O2, also Wasserstoffperoxid, umgewandelt. Das ist der erste Schritt und dazu benötigen wir die Superoxid-Dismutase. Hier gibt es verschiedene Enzyme, also verschiedene Isoformen. Es gibt die intramitochondriale, es gibt die zytoplasmatische. Und die brauchen verschiedene Kofaktoren wie Kupfer, Mangan und Zink. Dazu später mehr. Hierzu nur an der Stelle so viel. Wenn wir einen eklatanten Mangel an Kupfer haben, an Zink haben, an Mangan haben, dann kann es hierzu zu Problemen kommen. Das heißt also schon im ersten Schritt sollte der Kraftsportler sich überlegen, ob diese Funktion der Superoxid-Dismutase durch Kupfer, durch Mangan, durch Zink ausreichend sichergestellt ist. Dann haben wir die Katalase in Schritt 2, nämlich aus H2O2 Wasserstoffperoxid, nämlich 2 Wasserstoffperoxid reagieren zu H2O plus Sauerstoff und das muss dann durch die Glutathionperoxidase, dazu brauchen wir unser Glutathion, entgiftet werden. Das ist genau der Mechanismus, wenn wir zum Beispiel zu viele freie Radikale bilden und zu wenig reduziertes Glutathion in unseren Zellen haben. Dazu habe ich schon vieles gesagt. Es geht hier um das Verhältnis zwischen reduziertem Glutathion und oxidiertem Glutathion, das durch Enzyme Glutathionperoxidase und Reduktase reguliert werden muss. Und das ist ein ganz wichtiger pathophysiologischer Mechanismus, wenn wir hier nicht auf unseren Glutathionhaushalt intrazellulär achten. Ein kurzes Beispiel,
Die manganabhängige Superoxidismutase sehen Sie auf der linken Seite. Hier sehen wir einen anderen Aufbau. Wir haben viele Alpha-Helices und der Unterschied ist einfach, dass die manganabhängige Superoxidismutase eine andere Funktion katalysiert wie die kupfer- und zinkabhängige Superoxidismutase, wo wir viele Beta-Faltblattstrukturen haben. Im Endeffekt braucht der Kraftsportler oder überhaupt der Sportler, der ja mehr Mitochondrienleistung abrufen möchte, weil er mehr ATP benötigt für seine Muskelfunktion, beide. Das heißt also, das Erste, was man berücksichtigen muss, dass die Superoxidismutase-Funktion ausreichend Kofaktoren hat, und zwar zunächst mal die Kupfer-Zink-abhängige Superoxidismutase, die viele Beta-Faltblattstrukturen aufweist in ihrer Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur. Und dann haben wir die manganabhängige Superoxidismutase, die viele Alpha-Helices aufweist. Und dazu müssen wir als Kraftsportler zunächst ganz klar, bevor wir uns über Steroide Gedanken machen oder irgendetwas anderes, sollte man Mangan, Kupfer und Zink laborchemisch kontrollieren. Damit die erste Verteidigungslinie für die antioxidative Kapazität geschaffen ist, brauchen wir, wie eben erwähnt, die Superoxidismutase, die Katalase, die Glutathionperoxidase. Das sind Dinge, die sind essentiell. Das muss zunächst für jeden Kraftsportler die Basic sein. Glutathion natürlich, Coenzym Q10 und dann kommen die sekundären Antioxidantien, nämlich die, die jeder Kraftsportler kennen sollte. Die Carotinoide, Vitamin E, Flavonoide, Vitamin A, Vitamin C und schlussendlich eben die bereits erwähnten Kofaktoren, die zwingend notwendig sind, wie Kupfer, Mangan und Zink. Also wir unterscheiden primäre Antioxidantien, die körpereigen gebildet werden. Das sind essentielle Enzyme, ohne die können wir nicht entgiften, ohne die werden wir krank. Deswegen muss ein Kraftsportler oder überhaupt jeder Sportler, der auf einem höheren Niveau mit mehreren stündigen Trainingseinheiten die Woche sich Gedanken macht, ob er als Leistungssportler zunächst einsteigen möchte, ganz klar und direkt und unmittelbar unmissverständlich sich Gedanken machen, ob seine körpereigenen Detoxikationsenzyme das überhaupt hergeben. Es geht also nicht darum, ob ich als Kraftsportler mir genügend Testosteron, Trenbolon oder was auch immer an anabolen, androgenen Substanzen, Insulin, Wachstumshormone injizieren kann und ob ich mir das leisten kann, sondern ob ich mir das von meiner Detoxikationskapazität meiner körpereigen gebildeten essentiellen Enzymsysteme leisten kann. Das ist ein ganz großer Unterschied, meine Damen und Herren. Die Superoxidismutase kann man bestimmen. Manganabhängige, kupferabhängige, zinkabhängige Superoxidismutase ist die absolute Grundlage für jeden leistungsorientierten Kraftsportler, das bestimmen zu lassen. Das wird natürlich in der Praxis nicht gemacht, weil man es nicht weiß, weil hier auch grenzenloses Unwissen besteht, wie in vielen Bereichen leider der Medizin. Und dann die Katalase, die Glutathionperoxidase und Glutathionreduktase. Wenn man es ganz richtig machen will, wenn man es wirklich gut machen will, dann bestimmt man noch den Anteil von oxidiertem Glutathion zum reduzierten Glutathion. Das sind die absoluten Basics, meine Damen und Herren. Bevor das nicht geklärt ist, sollte man überhaupt nicht beginnen mit dem Gedankenspielen im Bodybuilding irgendwie auf die Bühne oder auch im Leistungssport irgendetwas hier erreichen zu wollen. Das sind mal absolute Basics, Lege Artis Basics. So, der nitrosative Stress ist ein großes Problem bei der Entstehung, pathophysiologisch betrachtet, von hohem Blutdruck. Ich versuche das nochmal einfach zu erklären. Die Auslöser sind unterschiedlich. Einer der Auslöser im Kraftsport ist sicher die starke Belastung mit freien Radikalen, Reactive Oxygen Species. Dann käme noch die sekundäre Belastung dazu, die aber teilweise auch primär werden kann, durch Stickstoffmonoxid, und zwar durch NOS, also nicht nur ROS, Reactive Oxygen Species aus der Atmungskette, nämlich was sind das? Superoxidanion, also O2-.
Und was ist NOS, Stickstoffmonoxid, wo kommt das her? Teilweise auch aus den Mitochondrien, teilweise natürlich auch gebildet durch Entzündungen, im Entzündungsstoffwechsel, durch die Stickstoffmonoxid bildenden Enzyme. Wir haben vier Enzyme, die Stickstoffmonoxid bilden, die endotheliale, also an der Gefäßinnenwand befindlichen, auf die kommt es jetzt gleich an. Das ist im Moment mal die wichtigste. Dann haben wir die konstitutive, die man heute als induzierbare auch bezeichnet. Die haben wir in allen Zellen. Die haben wir global als Mechanismus zur Abwehr, zur Abwehrleistung. Und dann haben wir noch die neuronale und die mitochondriale, die jetzt weniger von Bedeutung sein soll. Jetzt möchte ich prinzipiell mal auf die induzierbare NO-Synthase eingehen. Wenn wir eine induzierbare NO-Synthase hochregeln, durch entzündliche Prozesse, nehmen wir den Kraftsportler, der 7 Tage die Woche 2 Stunden trainiert und dann durch seine konsequente Fehlernährung, Eiweißmast beispielsweise, mit konsekutiver Veränderung der bakteriellen Besiedlung, beispielsweise hervorgerufen durch Lipopolysaccharide oder durch Überwucherung im Sinne eines SIBOs mit Clostridien, eine Entzündung bildet, dann haben wir schon ausreichend oder überschießend Stickstoffmonoxid. Das verbindet sich mit Superoxid. Und was entsteht? Peroxynitrit. Also ganz wichtig zu verstehen, NO-Radikale aus dem Entzündungsstoffwechsel, Superoxidradikale aus den Mitochondrien, weil wir jeden Tag im Fitnessstudio sind oder weil wir jeden Tag Joggen und Marathon-ähnliche Dinge mit unserem Körper veranstalten, wofür er nicht die ausreichende Detoxikationskapazität hat, führt zu Krankheit, führt zu Atherosklerose und führt zu chronischen Erkrankungen, meine Damen und Herren. Neutralisiert kann das werden mit Vitamin B12, das ist aber in keinem Fall die Lösung. Also wir fassen nochmal zusammen. Wir haben jeden Tag Superoxid-Anionen, die jeder von uns bildet, die immer in unseren Mitochondrien entstehen. Und je mehr wir unsere Mitochondrien fordern, je mehr Stress wir haben, sei es physischer Stress oder psychischer Stress durch Training oder geistige Überforderung, umso größer ist das Niveau, umso höher ist die Bildungsrate an ROS, Reactive Oxygen Species. Wenn das zusammenfällt mit vermehrter Bildung von NO-Radikalen aus dem Entzündungsstoffwechsel, und der Mechanismus kann auch ein anderer sein, das kann ein vereiterter Zahn sein, das können Gelenkentzündungen sein, das können alle möglichen Entzündungen potenziell sein, kommt es zu einem Zusammenspiel der sogenannten Bildung von NO-O-NO, also Peroxynitrite. Dieses Peroxynitrit, das führt zu einem Abschalten der Mitochondrien. Das führt zu einer radikalischen Bildung mit zahlreichen Enzymen, mit zahlreichen Aminosäuren, zum Beispiel Tyrosin. Und damit kommt es zu Schilddrüsenfunktionsstörungen. Damit kommt es zu Funktionsstörungen im Cholesterinstoffwechsel. Da kommt es ebenfalls zu einer verminderten Biosynthese von Hämoglobin. Viele Frauen, viele Sportler, die an einer unerkannten oder untherapierbaren, oft wird die Anämie erkannt, aber auch das ist oft ein Problem. Viele Sportler, die an einer vergeblichen Therapie mit Eisen, einer therapierefraktären Anämie leiden, haben in Wirklichkeit hier Problem auf dieser Ebene, indem sie nitrosative Stress haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine induzierbare NO-Synthase haben, aber nur begrenzte Mengen von Arginin zuführen, dann ist die Stickoxid-Synthese am Endothel eingeschränkt, weil die induzierbare, durch die Entzündung ausgelöste, verstärkte Exprimierung der NO-Synthasen führt dazu, dass für das Endothel nicht mehr ausreichend Arginin zur Verfügung gestellt wird. Das heißt also, das Arginin, was wir haben als proteinogene, semi-essentielle Aminosäure, ist in gewisser Weise limitiert. Und dadurch kommt es zu diesem Missverhältnis zwischen der NO-Synthase, ihrer Exprimierung und ihrer Funktion und damit der Stickoxidbildung am Endothel, was zu einer Vasodilatation führt, Gefäßweitstellung, Relaxation. Und dann sind wir alle glücklich
Wenn wir aber eine chronische Entzündung haben, wenn wir nitrosativen Stress haben, dann kommt es entweder zu einer Entkopplung der NO-Synthase, darauf gehe ich gleich noch ein, oder es kommt zu einer verstärkten Bildung oder einer verstärkten Expression, einer Induzierung der NO-Synthase, die man früher als konstitutiv bezeichnet hat. Und damit hat man das Problem aber nicht verstanden. Denn man hat nicht gewusst, dass die konstitutive NO-Synthase durch ständige Stimulation, durch chronische Entzündung, durch Parasiten im Darm, durch Candida-Befall im Darm, siehe Kraftsportler, ja, sehr viele Kraftsportler haben durch die ständig indizierte Eiweißmast, durch die ständige Fehlbesiedlung auch ein Problem mit Candida. Candida liebt nämlich ein instabiles Darmmilieu. SIBOS, Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrom, lässt hier grüßen, nicht wahr, meine Damen und Herren? Also jeder Bodybuilder, der unter Flatulenz leidet, der unter Verdauungsstörungen leidet, der unter einem ständigen Wechsel der Stuhlkonsistenz leidet, sollte hier ganz, ganz hellhörig werden. Oder auch Grünfärbung des Stuhls mit Gallenverlustsyndrom. Gallensäureverlustsyndrom ist ein Problem, das wir sehr häufig kennen, durch Leaky Gut Syndrom. Dadurch können dann die fettlöslichen Vitamine nicht mehr aufgespalten werden. Oder was wir auch sehr häufig feststellen, ist zu wenig Gallensäure oder dass die Pankreas nicht funktioniert, nicht ausreichend, also Lipase, Amylase, Peptidase, die ja teilweise auch in Vorstufen gebildet werden, werden entweder nicht aktiviert, weil die oralen Steroide, die man einnimmt, die werden leider oft kombiniert, auch wiederum aus elektivem Unwissen, mit Protoneninhibitoren, also Omeprazol, Pantoprazol, Lisoprazol, um nur einige zu nennen. Und dadurch können, wenn man diesen Einsatz inflationär durchzieht, zum Beispiel 6 Wochen Dianabol, 40 Milligramm oder Anatrol 50, Oxymetalon, dann haben wir bald das Problem, dass unsere Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, die in inaktiven Vorstufen als Peptidasen gebildet werden, nicht aktiviert werden können. Und das ist ein weiteres Problem, warum es sehr häufig zu Fehlbesiedlung im Dünndarm kommt, weil wenn Eiweiß durch eine fehlerhafte oder nicht ausreichende Bildung von Peptidasen gebildet, nicht ausreichend verdaut wird, dann kommt es zu einer Dünndarmfehlbesiedlung. Es kommt zu einem Overgrowth-Syndrom, zu einem Überwuchern mit Bakterien, Clostridien zum Beispiel, die uns wiederum Histamin bilden und die Toxine bilden, im Endeffekt noch Candida. Und dann kommt es zu einer mehr oder weniger Translokation von toxischen Abbauprodukten, toxischen bakteriellen Abbauprodukten aus dem Darmlumen ins Blut. Das führt wiederum zu Endothelschädigung. Also, und das letzten Endes führt im Endeffekt zu Stickstoffmonoxidbildung, zu einer reduzierten Stickstoffmonoxidbildung. Hier als nächstes mal kurz, damit man das verstehen kann, der Aufbau, der prinzipielle Aufbau eines Gefäßes. Wir haben die Intima mit unserem spiegelglatten, hoffentlich spiegelglatten Endothel. Wir haben die Media, die Muscularis, also hier haben wir Muskulatur, die das Ganze umgibt. Und genau hier wirkt unser Stickstoffmonoxid über CAMP. Genau hier an der Media wirkt unser Stickstoffmonoxid über CAMP oder auch das Viagra schlussendlich, was wir nehmen, oder Sildenafil, das einigen sicherlich bekannt sein dürfte. Das sorgt für einen verminderten Abbau von Stickstoffmonoxid. Und dadurch kommt es zu einer Relaxation der glatten Gefäßmuskulatur und zu einem verminderten Kalziumeinstrom. Dann haben wir die Adventitia. Und wichtig ist zu verstehen, wenn es hier zu einer Störung kommt in der Relaxation, weil nicht genügend endotheliales NO gebildet wird, dann haben wir ein Problem, meine Damen und Herren. Und grundlegend ist entweder ein Mangel an Glutathion, weil zu viele freie Radikale entstehen, zu viele Superoxidanionen entstanden sind, die sich dann mit dem NO verbinden aus dem Entzündungsstoffwechsel. Und das führt zu einer verminderten Vasodilatation. Das ist das Problem, warum sehr viele Bodybuilder, weil sie einfach nicht entgiften können, weil sie zu viele freie Radikale bilden, am Ende unter einer sogenannten essentiellen Hypertonie leiden.
Man wird dann beim Hausarzt vorstellig und der schickt einen dann zum Kardiologen. Und im Endeffekt heißt es dann essentielle Hypertonie. Und was heißt essentiell? Wir wissen es einfach nicht besser. Wir geben dann Beta-Blocker, ACE-Hemmer, Sartane, Calcium-Antagonisten oder was auch immer gerade so der Markt hergibt. Die nächste Möglichkeit, wie es im Kraftsport zu einem hohen Blutdruck kommen kann, ist die Entkopplung der NO-Synthase. Ihr erinnert euch? Wir hatten am Anfang gesagt, wir können die konstitutive NO-Synthase hochregeln, sodass der Endothelial-NO-Synthase zu wenig Arginin übrig bleibt. In gleicher Weise kann es passieren, wenn wir jetzt unser Arginin hier anschauen und die endotheliale NO-Synthase hier betrachten, dann steht natürlich Citrullin als Reaktionsprodukt und NO. Also aus Arginin, aus der semi-essentiellen proteinogenen Aminosäure L-Arginin entsteht durch die endotheliale NO-Synthase, wenn alles gut läuft, Reaktionsprodukt Citrullin und Reaktionsprodukt Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid macht die Blutgefäße weit, einfach gesagt, dann ist alles in Ordnung. Was aber passiert, wenn wir zu viele freie Radikale haben? Weil wir die freien Radikale, die wir in unseren Mitochondrien bilden und die im Entzündungsstoffwechsel meistens im Darm oder in den Zähnen entstehen, nicht abbauen können, dann kommt es zu einer Entkopplung der endothelialen NO-Synthase oder auch durch Stress, durch dauernde, ständige Überforderung kommt es ebenfalls zu Stressreaktionen. Hier Beta-adrenerge Aktivierung und jetzt wird eben aus unserem L-Arginin kein NO in der Form mehr richtig gebildet. Das sehen wir hier. Wenn wir zunächst unter Stressreaktion stehen, können wir die endotheliale NO-Synthase hochregulieren. Also mehr Beta-adrenerge Aktivierung, mehr Stickstoffmonoxid. Wenn aber das Ganze nicht mehr entgiftet werden kann, das heißt, wenn NO, Stickstoffmonoxid, nicht mehr entgiftet werden kann durch ausreichend Glutathion, dann kommt es zu einem Entkoppeln der NO-Synthase. Und diese Entkopplung der NO-Synthase führt dazu, dass wir eine endotheliale Dysfunktion haben. Die endotheliale Dysfunktion ist die Basis zu viel freie Radikale. Diese verstärkt gebildeten freien Radikale sorgen für eine Entkopplung der endothelialen NO-Synthase, eine verminderte Aktivität, eine verminderte Expression der endothelialen NO-Synthase führt zu einer Dysfunktion, einer endothelialen Dysfunktion. NO-Synthasen, wiederholen wir nochmal ganz kurz, es gibt vier verschiedene NO-Synthasen. Das sind Enzyme, die den gasförmigen Bodenstoff Stickstoffmonoxid bilden. Jetzt ist es so, Stickstoffmonoxid, das muss man sich vielleicht noch einmal ganz klar verdeutlichen, Stickstoffmonoxid benötigen wir nicht nur, um die Blutgefäße weitzustellen, sondern wir brauchen NO auch im Entzündungsstoffwechsel, um Parasiten abzuwehren, zum Beispiel im TH1-Switch, ja, die zelluläre Immunität, die humorale Immunität ist ein anderes Geschehen über Antikörper und Mastzellen. Die humorale Immunität, hier geht es um die Bildung von Stickstoffmonoxid bei dem Erstkontakt mit dem Erreger. Das heißt also, jeder Sportler, der eine akute Entzündung hat, sollte sich hier sehr gut überlegen, ob er gleichzeitig ein hartes Training oder eine starke Belastung seiner Mitochondrien in Anspruch nehmen möchte. Gehen wir es nochmal ganz global durch. Arginin wird durch die Arginase umgewandelt in Stickstoffmonoxid. Alles gut, wunderbar. Wenn Arginin beispielsweise durch die NO-Synthase dann abfällt und wir haben weniger Arginin, haben wir schlussendlich auch weniger Stickstoffmonoxid oder es kommt zu einer Entkopplung der NO-Synthasen und das Reaktionsprodukt Citrullin und NO wird nicht mehr ausreichend gebildet. Ein ganz weiterer, sehr verbreiteter, problematischer Stoffwechselweg ist die Bildung von ADMA. Wir gehen immer wieder zurück auf die Bildung von freien Radikalen, die wir nicht durch ausreichend Superoxidismutase, ausreichend Glutathionperoxidase entgiften
kommt es oftmals zu einer verstärkten Bildung von Atma. Was ist Atma? Atma ist asymmetrisches Dimethylarginin. Das heißt also, die NO-Synthasen machen nicht mehr ausreichend Stickstoffmonoxid, weil das Arginin oxidiert wird. Das heißt, das Arginin funktioniert nicht mehr. Und es entsteht asymmetrisches Dimethylarginin, mit dem unsere NO-Synthasen nichts anfangen können. Und was sind die Konsequenzen, meine Damen und Herren? Die Konsequenzen sind die Arteriosklerose, das Nierenversagen, die Hypercholesterinämie, aber auch hervorgerufen durch Rauchen, Diabetes mellitus, auch ein Problem einer nitrosativen Stressreaktion, die erektile Dysfunktion, die Herzinsuffizienz, die kennen auch die allermeisten, das Leberversagen und die Hyperhomozysteinämie ist ein sehr häufig im Bodybuilding gesehenes Problem, weil wir hier viel Eiweiß konsumieren. Und wenn wir viel Eiweiß konsumieren, dann haben wir das Problem, dass wir viel Methionin haben. Und Methionin wird umgewandelt in Homozystein durch Demethylierungsprozesse. Und dazu brauchen wir Vitamin B6 und Vitamin B12 und Folsäure, damit wir das entgiften können. Und wenn wir jetzt viel Eiweiß essen, was im Bodybuilding sehr häufig das Problem ist, dass viel zu viel Eiweiß konsumiert wird, was erstens gar nicht verstoffwechselt werden kann, zweitens nur den Darm dementsprechend zu einem sogenannten SIBO-Syndrom führt. Aber das dritte Problem ist auch die Bildung von Homozystein. Und Homozystein ist ein wirklich unangenehmer Risikofaktor. Denn Homozystein führt zu einer Endothel-Dysfunktion. Das kann sich in Erektionsstörungen bemerkbar machen, das kann sich in Gedächtnisstörungen bemerkbar machen, in hohem Blutdruck natürlich bemerkbar machen, ganz selbstverständlich. Und schlussendlich am meisten merkt man das auch bei kalten Händen und kalten Füßen, wenn Menschen, Sportler, häufig unter kalten Händen und kalten Füßen leiden, dann ist das ein wichtiges Thema. Ein Zusammenhang zwischen Mikrobiom, Ernährung und Arteriosklerose, da haben sich wahrscheinlich die allerwenigsten bislang Gedanken gemacht. Aber steht, meine Damen und Herren. Und zwar, wir wissen, wir haben in unserem Darm nicht nur die Darmschleimhaut, sondern wir haben auf der Darmschleimhaut quasi die Darmbakterien, also unser Mikrobiom, die Mikrobiota. Das sind Millionen von Bakterien auf einem Quadratzentimeter Darmschleimhaut, haben wir mehr Bakterien, wie wir Nervenzellen im gesamten Körper haben. Das bedeutet also, es ist ganz wichtig, wie diese Darmflora, diese Mikrobiota zusammengesetzt ist. Und wenn sie falsch zusammengesetzt ist, das heißt, wir haben dort eine Fehlbesiedlung, was man so salopp sagen kann, ja, dann gnade dir Gott. Das ist tatsächlich die Grundlage für alle chronischen Erkrankungen. Nicht für die akuten Erkrankungen, nicht für die Autounfälle, nicht für die Bizepssehnenrisse, für die Trizepssehnenrisse oder die Pectoralisabrisse, sondern das ist die Grundlage für alle chronischen Erkrankungen, die Dünndarmfehlbesiedlung und ihre Konsequenz. Stellen wir uns vor, wir haben Trimethylamin. Trimethylamin entsteht, wenn wir uns durch fleischreiche Kost ernähren, wenn wir uns durch Käse, durch Eier ernähren, entsteht Trimethylamin. Und jetzt gibt es eben Bakterien, wie zum Beispiel der Sulfofibrio, Citrobacter, Klebsiella. Das sind Bakterien, die aus dem Trimethylamin in Reaktion mit Cholin oder Carnitin Trimethylaminoxid hervorbringen. Das heißt also, es ist ein Metabolit und das Reaktionsprodukt, das Trimethylaminoxid, das führt tatsächlich bei Sportlern, hier gibt es einige schöne Studien dazu, bei diesen gesteigerten TMAO-Werten gibt es eine um bis zu 60% gesteigerte Mortalität. Warum? Trimethylamin, wenn es oxidiert, fördert die Einlagerung von Cholesterin in Makrophagen und bildet damit potenziell die sogenannten Schaumzellen, die in der Arteriosklerose, das kann man auch mal gerne ein Video noch machen, wie Arteriosklerose eigentlich entsteht, nämlich durch die
Atheromatose und das führt erstmal zu Gefäßwandschäden. In den Gefäßwandschäden kommen die Makrophagen. Die Makrophagen wandeln sich um zu Schaumzellen und das führt dann insgesamt gesehen über Monate, über Jahre zu diesen atheromatösen Plaques. Und hier ist Trimethylaminoxid sehr gefährlich. Warum? Trimethylaminoxid führt zu einer verstärkten Atherosklerosebildung. Und das führt zu mikrozirkulatorischen Störungen im Herzen, in der Niere, im Gehirn, eigentlich überall. Das heißt also, Trimethylaminoxid ist für den Kraftsportler ein Problem, denn die allermeisten Kraftsportler leiden unter einem Sibus, also eine ungünstige Besiedlung unseres Mikrobioms. Viele sehe ich fast jeden Tag im Mikrobiom, haben Desulfofibriobakter, haben Citrobakter, haben Klebsiella. Und diese Bakterien auch stehen im Verdacht, Lactobacillen, nicht Lactobacillen, die Prevotella stehen auch im Verdacht, hier ein Problem sein zu können, nämlich in der Bildung von Trimethylaminoxid. Und Trimethylamin ist prinzipiell nicht das Problem. Das Problem ist, die Bakterien, die aus Trimethylamin, aus Fleisch, reicher Kost entstehen, aus Käse, aus Eiern, Trimethylaminoxid hervorrufen. Und das führt die Einlagerung von Cholesterin und führt zu einer verstärkten Schaumzellbildung. Also das intestinale Mikrobiom, wenn es falsch zusammengesetzt ist, führt zu einer bakteriellen oder zu einem zum bakteriellen Metaboliten und dieser Metabolit ist Trimethylaminoxid und das beeinflusst die Bildung der Atheromatose und schlussendlich die Arteriosklerose. Und ein Patient mit einer Arteriosklerose hat schlussendlich auch eine Hypertonie. Was auch noch wichtig ist, was wir auch wiederum haben, durch konsequente Fehlernährung im Kraftsport, durch Eiweißmast, durch Kohlenhydratmast, aber auch durch Fettmast, also im Endeffekt ist ja alles, was man im übertriebenen Maße zuführt, entweder zu fettreiche Ernährung oder zu kohlenhydratreiche Ernährung. Auch die zu eiweißreiche Ernährung ist mittlerweile ein Problem, hat sich gezeigt. Viele Jahre, wo ich vor 15 Jahren mit dem Kraftsport begonnen habe, da hieß es wenig Kohlenhydrate, viele Fette, viel Eiweiß ist absolut für den Kraftsportler grundlegend richtig. Das ist nicht richtig, meine Damen und Herren. Das kommt zunächst mal darauf an, was für ein Darmtyp du bist. Es gibt drei Darmtypen und für den Typ 2 und 3 ist diese Aussage schon allein mal grundlegend verkehrt, ja, zu Eiweißmast. Also, was ist noch wichtig? LPS, Lipopolysaccharide. Wenn wir eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, wenn wir einen Sibus haben, dann kommt es sehr häufig zu einem verstärkten Overgrow mit Bakterien, das sind gramnegative Bakterien, es gibt grampositive Bakterien, da lässt sich die Bakterienmembran anfärben nach dem Herrn Gram und es gibt die gramnegativen Bakterien, da lässt sich die Bakterienmembran nicht anfärben. Die tragen auf ihrer Membran Lipopolysaccharide, also Lipo von Fette, Poly von viele und Saccharide von Zucker und die sind radikalisch und gefährlich. Und das sind potente Aktivatoren von Zellen des angeborenen Immunsystems. Und das ruft dann dementsprechend diese proinflammatorischen Zytokine, Tumornekrose Faktor Alpha und NFK-Beta aus, die für diese chronische Entzündung verantwortlich sind. Und so kann man sich erklären, warum jemand eigentlich, der unter Arthritis leidet, der unter Hashimoto leidet, der unter chronischen Entzündungen leidet, dass der die Ursache im Darm zu suchen hat. Und die Fettleber genau das Gleiche. Die Fettleber und der Untergang der Hepatozyten, der vom Arzt immer mit der eigentlich geistesverlorenen Empfehlung, essen Sie weniger Fett, essen Sie weniger Kohlenhydrate, beantwortet wird oder trinken Sie keinen Alkohol mehr. Das ist so biochemisch betrachtet, nach den Erkenntnissen, die wir jetzt heute haben, schlicht und ergreifend falsch. Es geht also um LPS, die auf der äußeren Membran von Bakterien sitzen, nämlich gramnegativen Bakterien. Und hier, wenn diese Zellen untergehen und wenn wir viele Bakterien haben, dann gehen eben auch viele Bakterien unter. Als potente Aktivatoren des angeborenen Immunsystems,
pro-inflammatorische Botenstoffe hervorrufen, zu Entzündungsreaktionen führen. Was hat das jetzt mit dem hohen Blutdruck zu tun? Ganz einfach. Wenn wir eine Entzündung haben, was wird biochemisch in unseren Zellen dann zunächst einmal gebildet? Stickstoffmonoxid. Und was macht so viel Stickstoffmonoxid mit dem Superoxid aus unseren Mitochondrien, also O2-, erinnert euch, was nicht abgebaut werden kann, weil wir vielleicht nicht genügend Superoxid-Dismutase haben oder weil wir nicht genügend Mangan haben oder weil wir Kupfer und Zink vergessen haben zu substituieren oder weil wir es einfach übertrieben haben, wie so oft im Leben. Wir übertreiben ja sehr häufig. Ja? Wir neigen ja oft zu total irrationalen Handlungen, wie auch jüngst wieder. Ganz einfach. Es entsteht Peroxidrit. Und Peroxidrit schädigt die Mitochondrien, sorgt dafür, dass die Mitochondrien abschalten und es wird schlussendlich die induzierbare NO-Synthase heruntergefahren. Denn die induzierbare NO-Synthase, wenn wir zu viel Entzündungsparameter haben, dann haben wir das Problem, dass wir für die endotheliale NO-Synthase nicht mehr genügend Substrat haben. Ein ganz wichtiges Thema, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie noch mal ganz kurz, wie das Ganze sich verhält. Diese Lipopolysaccharide von diesen gramnegativen Keimen gehen insbesondere bei einem Leaky-Gut-Syndrom durch diese Tight-Junctions, die nicht mehr funktionieren, durch chronisch-inflammatorische Prozesse an der Lamina epithelialis propria, gelangen diese hindurch. Also wir haben keine parazelluläre Aufnahme mehr, sondern wir haben eine transzelluläre Aufnahme, die normalerweise völlig in Ordnung ist. Wenn wir aber parazellulär beim Kranken durch die Verminderung, durch die Funktionsstörung der Tight Junctions zu viele Lipopolysaccharide in die Zirkulation bekommen, dann führt das zu einer proinflammatorischen Zytokinbildung und diese proinflammatorischen Zytokine kommen überall hin. Die kommen ins Gehirn, die kommen in die Schilddrüse, die kommen in die Pankreas, die kommen überall hin. Und proinflammatorische Zytokine im Sinne von Lipopolysaccharide führen auch zu einer verminderten Bildung von verschiedenen wichtigen Transmittern, wie zum Beispiel Serotonin. So kann man sich erklären, wie entstehen diese ganzen Depressionen, nämlich aus dem Darm. Weil die proinflammatorischen Zytokine im Sinne von LPS verändern die enzymatische Reaktion, dass aus Tyrosin, einer ganz wichtigen Aminosäure, also Tyrosin kann man ja auch substituieren, das wäre der grundlegende Fehler, nicht mehr 5-HTP gebildet wird, sondern Kinerinin. Und aus Kinerinin wird Kinerininsäure und das ist Mitochondrien toxisch und vasokonstriktorisch aktiv. Das heißt also auch, diese Lipopolysaccharide sind nicht nur verantwortlich für Endotheldysfunktion, sondern auch für Depression, weil die Aminosäure Tyrosin nicht mehr in 5-HTP umgewandelt werden kann und als Vitamin B6 abhängig, versteht sich, also aktives Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphat, sondern auch nicht mehr von 5-HTP in Serotonin und von Serotonin nicht mehr in Melatonin. Damit hat der Sportler oder der auch Nicht-Sportler auch Schlafstörungen, Depressionen, Stimmungsschwankungen. Also die Stimmungsschwankungen, Depressionen und nicht nur der hohe Blutdruck hängen ganz direkt und unmittelbar unmissverständlich zusammen. Also spannend ist die Biochemie. Wir müssen aufhören, die Dinge solitär zu betrachten. Und wir müssen begreifen, dass chronische Erkrankungen kein Medikamentenmangelsyndrom sind. Sowohl im Kraftsport als auch bei der Betrachtung von chronischen Erkrankungen werden wir hier nicht weiterkommen, wenn wir nicht verstehen, dass chronische Erkrankungen biochemisch verstanden werden müssen. Und da wir sie nicht verstehen, ist der Weg zum Arzt in den meisten Fällen völlig sinnlos. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben bakterielle Translokation aus dem Darm von Toxinen. Ursachen dafür können sein eine gestörte Darmflora, also Überwucherung mit gramnegativen Bakterien, wie ihr hier sehen könnt. Eine erhöhte bakterielle Translokation auch aus der Mundschleimhaut. Das ist auch ein Problem, was ich noch nicht angesprochen habe.
Dazu in einem anderen Video mehr, also Parodontitis zum Beispiel, Entzündung des Zahnfleischs, eine reduzierte Entgiftungskapazität der Leber, Glutathionmangel lässt grüßen, meine Damen und Herren, ja, Bodybuilder, teilweise durch orale Steroide hervorgerufen, Dianabol beispielsweise, Anabol 50, Stromba, dann das Leaky Gut-Syndrom, was ich eben besprochen hatte, Leaky Gut, also diese Situation, dass die Tight Junctions nicht mehr richtig funktionieren. Das sind Proteine, Verbindungsproteine, die wie die Druckknöpfe an so diesen alten Jeans oder diese alten Sporthosen, was es gab, so ungefähr kann man sich jetzt vorstellen. Das sind Proteine wie Talin, Dystrophin, Vinculin. Und wenn die durch chronisch-inflammatorische Prozesse geschädigt werden, dann kommt es zu einem Leaky Gut-Syndrom. Man spricht auch von einer gesteigerten Darmpermeabilität. Dann haben wir eine fettreiche Ernährung. Auch zu viel Fette, meine Damen und Herren, sind für die Darmflora nicht von Vorteil. Es kommt immer darauf an, welche Ausgangslage habe ich denn? Welche bakterielle Mikrobiota habe ich mir die letzten Jahrzehnte mehr oder weniger aufgebaut? Besiedelungsfragen. Ne? Anreicherung von freien Endotoxinen im Blut. Und das ist die Grundlage. Anreicherung von freien Endotoxinen im Blut, auch als Endotoxinämie, also ME im Blut sich befindlich, beschrieben, ist die Grundlage für die Entzündung und die nachgeschaltete Entkopplung der NO-Synthase oder demzufolge für die verstärkte Bildung von Peroxynitrit. Und Peroxynitrit wirkt vasokonstriktorisch, schädigt zahlreiche Enzyme, hemmt den Cholesterinabbau, hemmt unser Immunsystem, führt zu einem TH2-Switch, schaltet die Mitochondrien ab, hemmt die Cholesterin, den Cholesterinabbau. Also zahlreiche Probleme, die sich durch nitrosativen Stress ergeben, wenn sich hier zu viel Peroxynitrit aus dem Entzündungsstoffwechsel und aus dem Mitochondrienstoffwechsel zusammenfindet zu Peroxynitrit. Das Problem ist, dass Superoxid eine höhere Affinität hat zu Stickstoffmonoxid wie zur Superoxidismutase. Das heißt, die Superoxidismutase, die muss in ausreichender kapazitativen Funktion vorhanden sein und sie braucht ihre Kofaktoren. Welche sind das nochmal? Kupfer, Mangan, Zink. Die Silent Inflammation ist die Grundlage für alle chronischen Erkrankungen, auch für hohen Blutdruck insofern. Auch, meine Damen, aber auch meine Herren, gut zuhören, für die Schwellkörperdysfunktion. Schwellkörperdysfunktion, was ist das? Erektion, schon mal gehört, nicht wahr? Und hier ist es wichtig, die Silent Inflammation ist die Grundlage für alle chronischen Erkrankungen, einschließlich Arteromatose, Arteriosklerose und essentielle Hypertonie. Dinge wie Diabetes, Steatohepatitis, also Fettleber oder Adipositas sind sekundär. Metabolisches Syndrom ist auch einer der Krankheitsparameter, die wir feststellen können, wo die Ursache eigentlich im Stoffwechsel begründet liegt. Ich hoffe, ich konnte euch einige wichtige, wegweisende Informationen zum Thema hohen Blutdruck mit auf den Weg geben. Und hoher Blutdruck, essentielle Hypertonie, ist nicht immer nur die Grundlage des Steroidkonsums, sondern oder die Folge des Steroidkonsums. Sondern sehr häufig sind es nicht ausreichend funktionierende Mitochondrien. Sehr häufig ist es konsequente Fehlernährung mit folglicher Veränderung der Mikrobiota und Glutathiondepletion und vielleicht sogar angeborene Schwäche der Detoxikationsenzyme Glutathion-S-Transferase M1-T1 oder Superoxidismutase-Katalase. Alles Gute, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben zu sportmedizinischen Dingen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man mich gerne in Punta Cana besuchen. Wir machen eine EKG, Ultraschall, Injektion von Plasma in die Gelenke, überwiegend eben Herz-Ultraschall, Gefäßdoppler und natürlich Schelartherapie. Also wenn hierzu Fragen bestehen sollten, die beim Hausarzt nicht geklärt werden können, kann man mich gerne aufsuchen oder eine Online-Sprechstunde dementsprechend buchen. Alles Gute und bis bald, meine Damen und Herren.